Die Projekte sowjetischer schwerer Nachkriegspanzer Objekt 752 und Objekt 777 bestachen nach ihren Maßstäben zu der Zeit in Bezug auf Originalität und Mut der Entwickler. Die Entwickler mussten zwischen den Forderungen der wachsenden Panzerschutz und der wachsenden Begrenzung der Masse balancieren. Das führte dazu, dass man ein Konzept erarbeitet hat, der Erschaffung von kompakten und gut geschützten Panzermaschinen mit einer sehr dichten, aber rationellen Anordnung der Module. Aber die Zeit der schweren Panzer ist vergangen und weiter als Modelle kam die Arbeit an diesen herausragenden Maschinen nicht. Die Erfahrung der Entwicklung der schweren Panzer IS-4 und IS-7 hat zu einem sehr unangenehmen Fakt oder Erkenntnis geführt. Egal wie modern und weit entwickelt der Panzer ist, das Überschreiten der Kampfmasse von 50 Tonnen führt zu einer Entwicklungssackgasse. Warum der IS-7 zum Beispiel nie in Serie ging, gab es mehrere Gründe, aber das Überschreiten der Kampfmasse von 50 Tonnen und fast Erreichen der 70 Tonnen Kampfmasse ist einer der wichtigsten Gründe gewesen dafür. Schlussendlich hat man auf den Serienbau von IS-7 verzichtet. Anstattdessen hat man zusammen das Konstruktionsbüro in Chelyabinsk und ein Forschungsinstitut in NI-100 in Leningrad beauftragt. Im Frühling 1949 haben sie dann auch einen Panzer entwickelt, der 50-Tonnen-Klasse. Und dieser beinhaltete zu der damaligen Zeit die modernsten Entwicklungen aus den Programmen von IS-4 und IS-7. Die Werksbezeichnung für diese Maschine war Objekt 730. Anfänglich trug sie einen Index von IS-5, später die verbesserte Version IS-8 und ging aber in Serie unter der Bezeichnung T-10. Ja, ihr habt recht, T-10 war weitaus schlechter gepanzert und hatte eine schlechtere Kanone als der IS-7, aber dafür hatte er überhaupt keine Probleme mit der Indienststellung, denn diese Maschinen waren gedacht zum Ablösen der IS-2 und IS-3, die mittlerweile recht veraltet waren. Und da hatte man überhaupt keine Probleme, dass die Maschine in Serie ging und wurde gebaut sehr lange Zeit und blieb auch sehr lange Zeit in Dienst. Aber bereits bei Durchlauf der Testläufe vom IS-8 gab es Gespräche zu der Entwicklung des Nachfolgers vom IS-8. Viele werden sich wundern, wie erst einen fertig entwickeln, dann den nächsten weiterentwickeln. Nein, es ist ganz normal. Bereits wenn ein Panzer fertiggestellt wird, gibt es schon alternative Projekte und Nachfolger. Denn auch die zweite Hälfte der 40er Jahre und auch die 50er Jahre waren sozusagen eine Zeit des Höhepunktes der Entwicklung des Panzerbaus. Es gab ständig Innovationen, ständig wurde irgendwas Neues entwickelt. Und zusätzlich gab es einen Krieg in Korea, dann gingen später verschiedene Konflikte an. Also es war klar, dass es überhaupt keinen Verzicht und keine Pause für Entwicklung der Panzerentwicklung sein. Es wird keine Pause geben, ganz einfach. Die westlichen Länder arbeiteten an der Entwicklung der Maschinen, die dazu fähig waren, einen IS-3 zu bekämpfen, der die Alliierten und die westlichen Länder so bei der Berlin-Parade beeindruckt hatte im September 1945. Doch in der Zwischenzeit gab es in der UdSSR zwei Generationen schwerer Panzer. Und aus dieser Sicht wäre vielleicht richtig, mal auf dem Roten Platz in der Parade mal ein paar IS-7 teilnehmen zu lassen. So eine Demonstration hätte wahrscheinlich eine richtige Sensation und wahrscheinlich eine Atombombe der Information ausgelöst und den Westen dann dazu führen, dass die irgendwelche gepanzerten Monster erschaffen als Antwort auf einen IS-7. Aber
An einen Informationskrieg solcher Art hatte man damals nicht gedacht. Die Armee forderte richtige Kampfmaschinen. Zusätzlich wurde der Generationswechsel der Panzer durch die Arbeit der Organisationen wie zum Beispiel Forschungsinstitut 48 angespornt. Dieses Institut hatte sich mit den Fragen des Panzerschutzes beschäftigt. Die Mitarbeiter von diesem Institut haben eine Reihe innovativer Entwicklungen, Konzepte erschaffen, die es erlaubten, den Panzerschutz eines Panzers um ein Vielfaches zu verbessern, ohne dass die Masse dabei steigt. Darunter sind zum Beispiel solche Sachen wie Hechtnase, also diese geteilte Front, wo links und rechts praktisch die Panzerplatten nach unten geneigt sind und zusätzlich seitlich. Dann differenzierte Turmpanzerung, wo man sagt, zum Beispiel an die Stellen, wo die Granaten am häufigsten treffen, da ist die dickste Stelle und dann verdünnt sie das zum Dach hin, wobei der Winkel auch immer größer wird durch die rundliche Form des Turmes. Dann V-förmige Wannenfront, wo man praktisch die Wanne von dem Panzer, wenn man sie frontal anschaut, der untere Teil der Wanne praktisch wie ein V aussieht, was praktisch eine Anwinklung ergibt der seitlichen Panzerplatten. Aus dieser Sicht der Dinge sah der T-10 bereits zu dem Schaffungszeitpunkt veraltet aus. Ja, der Panzer hatte eine Reihe innovativer Lösungen, die er vom IS-3 und IS-7 geerbt hatte, aber das waren Lösungen und Konzepte, die bereits Mitte 40er Jahre schon entwickelt wurden. Auch die Kanonenentwicklung ging weiter. Der IS-8 hatte als die Kanone am Anfang die 122er D25T-Kanone gekriegt, die schon der IS-2 hatte. Diese Kanone war schon Anfang 1944 nicht besonders zufriedenstellend wegen der geringen Feuerrate, geringe Granatengeschwindigkeit, weil der Lauf so kurz war. Außerdem hatte man auch die Entwicklung der westlichen Nationen beobachtet und die Aufklärung berichtete da von einem schweren Panzer T-43, das war der zukünftige M103 Heavy Tank. Also die Weiterentwicklung des IS-8 und die Entwicklung seines Nachfolgers war einfach unabdingbar. Die Arbeiten an der Erschaffung eines neuen schweren Panzers wurden durch das Ministerium des logistischen Maschinenbaus Ende Juni 1952 initiiert. Als Entwickler hatte man das Konstruktionsbüro 2 in Chelyabinsk gewählt unter der Leitung eines Balji. Februar 1950 wurde er abgelöst durch einen Isakov. Die ersten Blaupausen zu dem Panzer waren bereits Ende 1952 fertig und im Juni 1953, also ein Jahr nachdem das Projekt in Auftrag gegeben wurde, hatte das Konstruktionsbüro bereits ein fertiges Projekt vorgestellt. Also genauer gesagt waren es zwei Projekte, denn man hatte sich da aufgeteilt, man war uneinig, was die Kampfmasse betrug. Und es gab also ein Objekt 752, der sich in puncto Masse an den IS-3 orientiert, also ca. 46 Tonnen. Und die zweite Variante, Objekt 777, orientierte sich in puncto Masse an den IS-8 im Bereich 52 Tonnen. Von Anfang an hatte das Konstruktionsbüro von Chelyabinsk eine eigenartige Aufgabe, einen Panzer zu erschaffen, der bei seiner Masse nicht mehr als 50 Tonnen den IS-8 komplett übertrifft in allen Belangen. Ähnliche Aufgaben wurden bereits vorher schon gelöst, zum Beispiel beim Projekt von IS-3, das in puncto Panzerschutz den IS-2 um Vielfaches übertroffen hatte und dabei nur eine Tonne schwerer wog.
Mit den neuen Situationen hatte sich die ganze Sache nochmal wiederholt und dabei haben sich die Mitarbeiter besonders ausgezeichnet. Bei der Entwicklung der Objekte 777 und 752 wurde eine neue Konzeption des Panzerschutzes erschaffen, das damals sozusagen sehr innovativ war. Und dazu kann man sagen, dass es eine differenzierte Panzerung gab, differenzierte Panzerung der Wanne. Das heißt, dass nicht nur die Panzerwannen verschiedener oder Panzerplatten verschiedener Dicken aneinander geschweißt wurden, nein. Ganz selbst die Platten, die hatten einfach fließenden Übergang, verschiedene Panzerdicken. Eine Platte war an einer Stelle dünner, an der anderen Stelle war sie wieder dicker. Dabei konnte man die Gesamtmasse der Konstruktion komplett reduzieren durch die Reduzierung des Gewichtes an den Stellen, wo man die Panzerung nicht braucht. Der schwere Panzer Objekt 752 war ein ruhigerer, den sein schwererer Bruder 777. Nichtsdestotrotz eine interessante Maschine. Die kompakte Anordnung der Module führte dazu, dass die Höhe des Panzers nur 2300 mm betrug und das waren 150 mm niedriger als der Is-8 damals. Der Is-8 ist an sich schon ein sehr flacher Panzer und der war nochmal flacher. Dabei redeten wir von einem vollwertigen schweren Panzer, der in puncto Panzerschutz und Bewaffnung der Klasse der schweren Panzer entspricht. Zur gleichen Zeit im Westen hatten die mittleren Panzer bereits Mitte 1950er und zum Beispiel Centurion bereits 50 Tonnen Marke übertroffen. Die anderen mittleren Panzer haben sich die 50 Tonnen Marke herangenähert. Und beim Objekt 752 spricht man von 45 Tonnen Masse. Und das bei einem schweren Panzer. Warum war das so? Weil in der Sowjetunion sehr viele Flüsse und diese hatten einfach nicht immer oder so gut wie nie richtige schwere Betonbrücken, die mehr als 50 Tonnen überhaupt tragen konnten. Meistens waren es Holzbrücken. Also wenn du auf dem Territorium von der Sowjetunion kämpfen willst und das Land verteidigen willst, deine Panzer überall einsetzen und bewegen willst, dann musst du dich an diese 50 Tonnen halten. Aus technischer Sicht stellte das Objekt 752 nichts Revolutionäres dar. Das war eine klassische Entwicklung der sowjetischen Panzerbauschule. Eine schwere Maschine, die sechs Fahrrollen je Seite hatte mit einer Drehstabfederung und einem Antrieb und hydromechanischen Getriebe, das im Heck angeordnet wurde. Und als Motor hatte man an 800 PS W1216 gedacht, das bereits beim Is-8 verwendet wurde. In puncto Panzerung hatte das 45 Tonnen Objekt 752 den 70 Tonnen Is-7 eingeholt und sogar teilweise überholt. Und im entsprechenden Projekt war die Höchstgeschwindigkeit mit 50 km/h ausgelegt für einen schweren Panzer. Und das auf einer befestigten Straße, auf dem Feldweg dann so 30 km/h. Das war also eine sehr hohe Mobilität für einen schweren Panzer. Ebenfalls hatte man sich da eine hydraulische Aufhängung vorgestellt, also hydraulisches Fahrwerk, wenn das die Mittel erlauben würden. Und die Fahrrollen erinnerten an die, die beim Is-7 bereits verwendet wurden. Viel interessanter war die Sache mit der Konstruktion der Wanne. Es wurde bereits über die besondere Leistung der Mitarbeiter gesprochen, nicht umsonst, denn dank der neuen Konstruktion der Wanne hatte das Objekt 752 einen gleichwertigen Schutz
fast und teilweise sogar höherwertigen als der i7, denn die Dicke der Wanne in der Frontprojektion erreichte bis zu 215 mm. Das ist mehr als zum Beispiel die Panzerkampfwagen Maus oder E100. Ich erinnere euch nochmal daran, dass dieses Projekt nur 45 Tonnen wog. Solche Ergebnisse konnte man nur durch die Verwendung vom Gießen erreichen, dass die Panzerplatten in differenzierter Dicke anfertigen ließ. An der dünnsten Stelle betrug die Frontpanzerung 90 mm, aber befand sich dabei unter so einem großen Winkel, dass man sie praktisch nur in einem Sturzflug durchschlagen konnte. Die Dicke der Seitenpanzerung betrug 125 mm, aber diese befand sich dabei unter einem sehr großen Winkel und schützte garantiert gegen die lange 8,8 cm Kanone Pak 43 der Deutschen. Man muss auch anmerken, dass die Neigung der Seiten wurde in einem vernünftigen Bereich erfüllt, so dass man noch genug Platz für die Anordnung der Aggregate hatte. Das unterscheidet das Projekt zum Beispiel von den Entwicklungen des Forschungsinstituts 100, wo die Winkel so krass waren, dass dort man sogar Probleme bekam mit der Anordnung der Module. Der Turm des Objekt 752 war viel einfacher in der Konstruktion und erinnerte an den IS-8-Turm. Die Dicke der Panzerung in der Front betrug 260 mm, seitlich 150 mm. Revolutionäre Lösungen gab es auch im Bereich der Bewaffnung. Als Hauptwaffe hat das Objekt 752 die 122 mm Kanone M62-2T bekommen, mit einer Mündungsgeschwindigkeit der Granate von 950 mm pro Sekunde. Und das Chelyabinsker Projekt war das erste Projekt, das diese Kanone als Hauptwaffe benutzen sollte. In Hinsicht auf die kompakte Komponierung hatte man auf das MG verzichtet. Zum Schutz gegen die Flugzeuge hatte man einen Dach-MG vorgesehen, 14,5 mm Kaliber. Die Entwickler von Objekt 752 haben auch einen Lademechanismus vorgesehen. Das war kein Ladeautomat, aber dennoch erleichterte und beschleunigte es das Laden. Ungeachtet der sehr kompakten Komponierung des Kampfraumes hatte man innerhalb des Panzers noch Platz für 40 Schuss für die 122 mm Kanone. Das war um 10 Schuss mehr als zum Beispiel beim IS-8. Gab auch eine alternative Variante mit einem vollwertigen Lademechanismus. Dabei hatte man im Turm 28 Schuss anordnen können. Der Ladeschütze müsste nur noch die Treibladungen dazugeben bei dem Mechanismus. Der Nachteil waren eben die Reduzierung des Platzes innen drin, also Reduzierung des Kampfraumes. Die Entwickler haben auch eine alternative Bewaffnungsart zum Objekt 752 vorgesehen, das etwas origineller war anstatt des Turmes nach Vorbild vom IS-8. Haben sie einen Wiegeturm entwickelt, das an die französischen Panzer MX-13 oder MX-50 erinnert. Inwieweit sich da die Franzosen-Entwicklung da auf das Projekt ausgewirkt hat, ist offen, aber man kann natürlich annehmen, wenn man will, dass die öffentliche Vorstellung vom MX-50 im Juli 1951 hier nicht spurlos vorbeigegangen ist, dass man sich das abgeschaut hat und auch so was Eigenes entwickelt hatte. Aber das war natürlich hier konzeptuell ganz was anderes. Nur halt das Wiegeturm ist, aber ansonsten ist das komplett anders gemacht worden. Diese Wiegeturm-Variante hatte keine Ladetrommel, sondern eine mechanisierte Zureichung der Granaten.
Der Ladeschütze blieb da, wo der war, aber der Turmvolumen reduzierte sich innen drin. Interessant ist auch, dass die Variante mit dem Wiggeturm keinen Flugabwehr-MG mehr hatte, sondern dafür einen Koaxial-MG wieder im Turm. Mit dem neuen Turm betrug die Höhe vom Objekt 752 2150 mm, das heißt noch einmal 150 mm weniger, und somit wurde er sogar flacher als der T26, also ein Panzer der Entwicklung der 30er Jahre. Der schwerere Objekt 777 wurde noch revolutionärer ausgelegt, und so wie man diese Projekte vorgestellt hat, war er auch das Hauptprojekt. Im Gegensatz zum Objekt 752 hatte beim Objekt 777 hatte man alle Module neu entwickelt. Bei 752 wollte man maximal noch die vorhandenen Ressourcen, Motor, Getriebe und so weiter nutzen. Man musste viel weniger neu entwickeln. Es wurden zwei Varianten des Antriebs projektiert, einmal mit Flüssigkeitsgekühlt und einmal Luftgekühlt. Mit beiden Projekten, das Index W7 trugen, hatte sich das Konstruktionsbüro zum Antriebsbau, Motorbau unter der Leitung von Traschutin beschäftigt, und priorisiert wurde die Variante mit der Luftkühlung, weil diese weniger Platz brauchte. Zum Vergleich: Die Länge der Motorgetriebeeinheit beim IS-8 betrug 3480 mm, beim Objekt 752 2410 mm und beim Objekt 777 mit Wasser- und Luftkühlung 2300 oder 2100 mm. Das heißt, man konnte also die Länge fast um 1,5 Mal reduzieren, dank der Anordnung des Motors quer statt längs. Diese Komponierung erlaubte es, den Turm weiter in der Mitte anzuordnen, wurde bei einem schweren Panzer zum ersten Mal verwendet. Das beeinflusste die Gewichtsverteilung des Panzers natürlich positiv und wirkte sich sehr positiv auf die Schussgenauigkeit, vor allem Schussgenauigkeit bei Bewegung aus. Die Verwendung der Antriebe ist nur eine der Besonderheiten des Objektes 777. Der Panzer hatte eine Kampfmasse von 49.800 Kilogramm und trug eine Menge innovativer Lösungen in sich. Der leichtere Objekt 752 hatte zwar eine sehr geringe, sehr flache Silhouette für einen schweren Panzer, doch Objekt 777 war noch flacher. Die Höhe bis zu den Luken betrug 2100 mm, das heißt, der schwere Panzer war flacher als T-64, T-72 und T-80. Dank dem stärkeren 850 PS Motor sollten die Beweglichkeit und die Dynamik auf dem Niveau von Objekt 752 bleiben. Dabei hat das Objekt 777 eine sanftere Fahrt, einen sanfteren Gang. Diese sollte erreicht werden durch die Erhöhung der Fahrrollen, die Zahl der Fahrrollen pro Seite. Also er sollte 7 Fahrrollen je Seite haben, und die höhere Länge der Ketten und der besseren Gewichtsverteilung. Weil durch den Turm, der war nicht mehr frontal angeordnet, sondern mittig, war der Panzer nicht mehr so kopflastig. Dann hat man für den Panzer mehrere Varianten der hydraulischen Aufhängung, ebenfalls Drehstabfederung und hydropneumatische Aufhängung entwickelt. Ebenfalls hat man einen 7-Gang-Planetengetriebe entwickelt, extra für diesen Panzer.
Die Wanne des Objekt 777 erinnerte in der Konstruktion im vielen an das Objekt 752. Dabei hatte es aber auch wesentliche Veränderungen. Maximale Dicke der Frontplatte betrug 175 mm, aber dabei hatte man den Anstellwinkel vergrößert, dass das wieder die Verkürzung der Masse mit sich hatte, bei gleichem Panzerschutz. Wie im Falle mit Objekt 752 hatte auch hier der Fahrer einen etwas nach links versetzten Platz. Das hatte den Zustieg zu der Maschine erleichtert und zudem hatte man nicht die Gefahr, dass der Fahrer während der Fahrt, wenn er aus der Luke guckt, eins auf die Rübe bekommt mit der Kanone. Man muss anmerken, dass die Varianten mit der Luft- und Flüssigkeitskühlung auch optisch Unterschiede aufwiesen. Die Motorabdeckungsplatte des 777 mit Luftkühlung hatte einen Lüfter für den Luftreiniger, für den Luftfilter. Was den flüssigkeitsgekühlten Panzer betrifft, hatte sich dieser durch die Form der Heckplatte und der Motorabdeckung unterschieden, denn der Kühler für die Flüssigkeit brauchte sehr viel Platz. Der Turm erinnerte stark an den Turm von Objekt 752, aber mit einer Reihe Veränderungen. Die Dicke der Frontplatte wurde auf 195 mm reduziert, dabei aber die Anstellwinkel der Panzerung vergrößert, so dass der Schutz ungefähr der gleiche blieb. Auf der anderen Seite hatte man die Seiten aber vom Turm auf 215 mm erhöht, damit man auch mit der 128 mm Kanone der Maus nicht durchkommen könnte seitlich. Auch wesentliche Veränderungen überlebte der Turm, die Ausstattung des Turms. Man hatte auf den mechanischen Ansetzer verzichtet. Der hatte dann wieder einen Koaxial-MG bekommen. Und zusätzlich hatte man einen Flugabwehr-MG installiert. Die Variante mit der Flüssigkeitskühlung hatte den gleichen Turell, das auf dem Objekt 752 verbaut war. Die Version mit der Luftkühlung hatte aber einen ferngesteuerten Flugabwehr-MG-Turm hinten am Turmheck angeordnet. Beide Projekte wurden im Juni 1953 an das Ministerium des logistischen Maschinenbaus geschickt und im Laufe der Diskussionen wurde die Komponierung des Objekt 777 verändert. Es wurde ebenfalls ein Holzmodell im Maßstab 1:10 angefertigt. Die Arbeiten an diesem sehr interessanten Panzer gingen bis zum Jahre 1954, aber nicht über das Maquettstadium hinaus. Doch die Arbeiten waren nicht umsonst, denn diese ganzen Entwicklungen, die man dabei gemacht hat, die wurden auch als Basis für die Erschaffung des Projektes Objekt 770 verwendet. Die Form der Wanne und des Turmes und das Fahrwerk erinnern an die von Objekt 770 stark. Außerdem hatte man bei der Modernisierung der Projekte IS-8T10 viele der Arbeiten wieder verwenden können. Ebenfalls im Jahre 1957 ging in Serie der Panzer T10M mit der Kanone 122 mm M62.